Servus beieinander, ich habe jemanden mitgebracht und die soll sich jetzt mal selber vorstellen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ich möchte mich mal da kurz vorstellen. Ich bin Else und ich bin Karins persönlicher Avatar. Und heute geht es um das Thema, ja, wo versteckten wir als Kind unsere Gefühle? Also viel Spaß und ich werde mich zwischendrin mal melden. Tschüss. Ja, danke Else. Ja, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir zusammen rausgehen, da Else und ich ja schon lang miteinander verbunden sind. Und wie gesagt, das heutige Thema ist ja, wo versteckte ich nun oder als Kind meine Gefühle? Es ist ein Malen in Aquarell, Acryl auf Malwand an der Wand. Ey, ich habe mich jetzt ganz durcheinander gebracht. Naja, war das erste Mal, dass wir so gemeinsam rausgehen. Und dieses Thema war nicht eine einmalige Aktion, sondern es ging tatsächlich über etliche Wochen. Es hat mich rumgetrieben, ich habe eine Geschichte dazu geschrieben, weil es mich sehr, sehr berührt. Ne? Was passiert mit diesen Gefühlen als Kind? Ja, die darf man ja nicht haben, die gibt es nicht. Ne? Und mir hat jetzt auch während dieses Prozesses sehr viel geholfen, immer wieder in die Natur zu gehen, zu meditieren, in der Natur zuzuhören, so wie jetzt hier draußen gleich. Liebe Karin, beweg dich mal ein bisschen mehr. Ich brauche Bewegung, Sport, Hüpfen, Laufen, nicht rumstehen. Naja, liebe Else, ich dachte, wir hätten uns geeinigt, dass wir da draußen jetzt ein bisschen meditieren und auch vielleicht unser gemeinsames inneres Kind mit einladen. Ne? Aber das innere Kind hat sich nicht gezeigt. Nee. Da müssen wir wohl noch ein bisschen uns in Geduld üben. Ja, hier geht's weiter im Atelier mit dem Prozess der Gefühle des Suchens, des Annehmens, tja, aber auch immer wieder reflektieren. Ich habe, wie man sieht, ich tanze da ein bisschen rum, das war auch jetzt keine Meditationsmusik, sondern bei dem Thema habe ich tatsächlich ein bisschen Hardrock mit einfließen lassen. Ja, jetzt nochmal zu der dysfunktionalen Familie zurückzukehren. In der dysfunktionalen Familie lernt man ja, die Gefühle zu verbergen, wie Angst, Wut, aber auch Freude. Ja, also in unserer Familie wurde nicht viel gelacht oder dieses entspannte Rumblödeln, ja, spielen, lustig sein, das gab es, also wenn, soweit ich mich erinnern kann, eher weniger, sondern es war, bierernst kann ich jetzt nicht sagen, nicht behaupten, dass es war, aber diese Ausgelassenheit, diese, vielleicht kann man es so am ehesten erklären oder benennen, diese natürliche Ausgelassenheit, die hat einfach gefehlt, einfach weil ja auch die Alkoholabhängigkeit in der Familie getobt hat. Ne? Aber trotzdem eben, heute sitze ich da und überlege mir ja, Himmelherrgott, Zackel, Zement, Halleluja, wo sind denn dann die Gefühle geblieben, ja? Wenn ich sie damals versteckt habe, nicht haben durfte, mich geschämt habe, teilweise auch für Wut und Angst, ne, da war ja auch viel Scham mit dabei, wo sind sie denn dann hin? Ne? Und ich habe lang meditiert, ich bin in den Körper rein, in die Landkarte des Körpers, ne, wirklich von den Fußnägeln bis hoch zu den Haarspitzen. Ja, was soll ich euch sagen? Ich habe sie nicht gefunden, die negativen Gefühle. Ich habe in meinem Körper, habe ich sie nicht entdeckt bei der ersten Reise. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sie später dann vielleicht doch. Naja, ich bin mir unsicher. Na, also auch das gehört mit dazu, dass wir auf solche Fragen auch nicht immer gleich eine Antwort bekommen.
Vielleicht bekommst du eine Antwort und ich nicht. Also auch das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ja, es ist subjektiv und nicht für jeden nicht eine objektive Antwort. Du musst dich jetzt hinsetzen, 10 Minuten am Tag meditieren und dann bekommst du die Antwort. Nein, so funktioniert es eben nicht. Ne? Es ist ein Herantasten an das Thema, reinfühlen, ja, und dafür eignet sich eben sehr gut dieses heilsame Malen. Übrigens, während dieses Prozesses sind ja ein paar Wochen zwischen, oder ging ja über ein paar Wochen, einige Male war ich aus dem Bild draußen und hier sieht man es jetzt, hier passiert was. Jetzt passiert was. Nämlich, dass ich auf einmal erkannte, ich benötige Klarheit. Ja, und es ist auch jetzt ein Zeichnen, was mir persönlich eher fremd ist. Also so zeichne ich eher selten. Aber das ist dann tatsächlich dann doch passiert, dass ich den Wunsch nach Klarheit verspürte. Also im Körper habe ich sie nicht entdeckt, die Gefühle, die versteckten von damals, heute, die heutigen, ja. Aber es geht ja um die versteckten Gefühle als Kind. Und ich habe auch wirklich intensiv versucht, Kontakt aufzunehmen mit meinem inneren Kind und habe gefragt, Mensch, hilf mir doch mal. Oder habe um Hilfe gebeten und aber auch um verstehende Worte, dass ich es verstehe. Und da begann nach vielen, vielen Stunden, nach viel Farbe, begann langsam dieser Kontakt zum inneren Kind. Und der Wunsch, erstmal nur der Wunsch, das war das Erste, nach Klarheit, klare Linien, klare Formen. Mehr gab es noch gar nicht, ja. Und ich habe das so akzeptiert. Und jetzt kam der nächste Schritt, ist wieder etwas passiert, also im Prozess. Nämlich rot. Auf einmal musste oder sollte es rot sein, vermehrt rot. Das sieht man jetzt nicht im ganzen Bild, aber es war auf wichtig, die Farbe rot sollte ein Stück weit dominieren. Ja, das passiert dann auch im Nachhinein, nur sonst hätte das Video gesprengt. Das heißt, dass ich mit roter Farbe das Ganze nochmal übertüncht habe, mit Rot rein bin. Und Rot ist natürlich, das hatten wir im letzten Video, Rot bedeutet für mich immer das Basal oder das erste Chakra, ja, nämlich das Muladhara Chakra und die Farbe Rot eben. Und da haben wir, was ist bei Rot? Den Darm. Das passt also sehr gut zum letzten Video, nämlich mit den Darmerkrankungen. Und ich könnte mir vorstellen, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen weiter suchen und mich reinfühlen, was da noch so alles passiert. Aber ich glaube, Else hat jetzt noch was, möchte uns noch was mitteilen. Else, wo bist du? Ja, ich bin hier, Karin. Ich bin immer da. Ja, du hast die inneren Stimmen ernst genommen und ja, dafür gibt's ein Herzchen. Ja, danke, liebe Else. Das freut mich zu hören. Also, wir beide wünschen euch jetzt wirklich frohes Schaffen und einen tollen Kontakt zu eurem Inneren.